So, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was über diesen Fluid Storage Bus rausgefunden. Informationen dazu waren doch irgendwie schwieriger, als ich dachte. Also es gehört einmal nicht direkt zu Applied Logistics, sondern, wie man beim Mouseover oben ja auch sehen kann, zu Extra Cells. Und man braucht noch einen Block aus Extra Cells dafür. Deswegen gebe ich einfach mal Extra Cell ein. Und das klappt nicht. Das ist schon mal nicht so gut. Eigentlich müsste er die alle auflisten. Genau, da. Ach, man schreibt es zusammen. Gut. ME Fluid Terminal. Das gute Stück braucht man. Und da drin werden dann die Flüssigkeiten angezeigt. Und die sind nicht in dem ME Terminal zu sehen, sondern nur hier drin. Dazu brauchen wir ein Access Terminal, sechs Eisenbahnen, noch einen von den Covered Kabel, wofür wir wahrscheinlich wieder Wolle brauchen. Und ein Certus Tank. Dafür brauchen wir Quarz, Glas und. Okay, das geht sogar einigermaßen. Aber gut, gucken wir erstmal, was die Ressourcen sagen. Wir brauchen nämlich eigentlich auch vorher noch Chips. Oder ich hole jetzt noch ein paar Sachen aus dem System, die ich dann einfach oben irgendwo in eine Tonne schmeiße. Und woran hapert es denn primär? An verschiedenen Items? Oder an Masse? Beides. Aber primär Masse. Also brauchen wir Stacks, die hier rauskommen. Holz zum Beispiel. Wir sollten es einstellen, dass der Harvester oben. Wie viel Plastik haben wir? Also Rubber. Rubber 724. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Das heißt, wir stellen jetzt den Harvester aus. Gucken wir mal, ob das überhaupt so einfach geht, wie ich mir das denke. Also, ob man da irgendwie einen Schalter ran machen kann. Du bist idle, du workst, du. Wir können das Upgrade rausnehmen, dann wird es nur noch die ersten drei Felder hier bearbeiten. Ja, er arbeitet noch, okay. Okay, Test. Klick, aus. Idle 5. Oh. Ernsthaft? Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Bräuchte mal ganz kurz Bohnenmehl zum Testen, weil es kann auch sein, dass die idle Anzeige einfach so ist, weil er nichts zu tun haben kann. Bone Meal, alles raus. Und das andere Zeug hier schmeißen wir da rein. So, da wäre ein Baum. Also ich brauche keinen Bone Meal mehr. Das ist schon mal gut. Und du bist durchgehend auf Idle 5, Work 0. Verbrauchst du so Strom? Die Anzeige ist voll und sie geht auch nicht runter. Kann mal sein, weil es durchgehend halt gepumpt wird. Haben wir hier unten eine Schwankung? Wird mehr, wird mehr, wird mehr. Und müsste gleich voll sein. Ja, also einfach Schalter ranwappen. Das Ding hat so immer noch die Animation vorne, dass es sich bewegt. Aber es tut nichts und es verbraucht keine Energie. Sehr schön. Das entlastet unser ME-System schon mal ein wenig. Monster-Dingens hier. Haben wir irgendwelche Monster-Ressourcen, die zu viele sind? Wobei ich mir nicht wirklich vorstellen könnte, was. Rotten Meat 671. Die Konstruktion hinten haben wir abgebaut, ne? Ja. Haben wir eine Alternative aufgebaut? Nö. Würde zu viel Sinn machen. Das könnten wir machen, um ein bisschen Zeit totzuschlagen, bis wir genug Ressourcen haben, um diese Fluid-Geschichte zu bauen. Weil ich denke, Iron wird immer noch nicht so. Ja. Nee. Ich werde jetzt nicht wieder anfangen, ein ME-Teil herzustellen, nur um dann 2 Minuten später zu merken, dass es doch nicht reicht für alles und dann wieder zu warten und wieder zu warten und wieder zu warten. Ich esse jetzt erstmal ein Toastbrot. So. Und dann bauen wir jetzt unten. Ich weiß noch nicht ganz wo. Das Ding auf, um wieder Dirt zu produzieren. Also, hier haben wir eine Maschine. Nee, wir haben zwei Maschinen hier, die Sachen machen, die man nicht so häufig braucht. Warum hast du kein Wasser mehr? Du bist voll. So habe ich dich ausgeschaltet. Das ist noch so ein Ding, was bei den Fluidax ein bisschen unpraktisch ist.
Und ja, ich mag die Fluidacts und Ducts allgemein wirklich nicht, so wie auf den rumhackt, das merkt ihr schon. Ne? Aber ja, man sieht halt nicht die Eingänge und Ausgänge bei dem Ding. Das müsste bei den Portern anders sein, ja. Da kann man dann immer noch gucken, wo ein Eingang und wo ein Ausgang ist. Also wenn ich jetzt einfach so mache, kommt wieder Wasser rein, Obsidian wird wieder hergestellt. Wir haben 4 Obsidian. Ja, mach mal. Ich wüsste nicht, warum du nicht laufen solltest. Das mit der Lava klappt ja langsam wieder. Wo wir das jetzt alles hier eingestellt haben. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ja, die Plattform hier in der Mitte. Die Lava-Generatoren wollte ich hier demnächst rauspacken. Ich finde das in der Mitte echt unpraktisch. Das kommt entweder noch eine Etage tiefer oder auf eine der äußeren Plattformen. Dann ist die Plattform wirklich nur dafür da, Lava zu generieren und mit der Lava eventuell oben drüber dann Strom. Durch ganz viele von denen hinten. Aber nicht zentrale Anlaufstelle und Obsidian Generator und Soul Sand und Bed und Golem und alles auf eine Plattform gestampft, das finde ich doof. Das heißt, wenn die zentrale Plattform hier so eine Art Mischplattform ist oder einfach eine Übergangsplattform, dann könnten wir die Ecken ja nutzen. Also theoretisch, das Ding muss weg. Das muss so oder so weg, weil hier in die Richtung kommt noch eine Plattform. Aber wir können das Ding einfach woanders hinsetzen, aber in die Ecke. Dann hätten wir hier noch zwei Ecken frei für ähnlich kleine Maschinen. Also, ne, zum Beispiel ein Dirt Generator. Dafür bräuchten wir nur ein ME-Exporter. Ein ME-Importer. Nein! Ja, das wäre das Einfachste. Aber ich will es ja nicht so machen. Ich will das ja. Ich kann das ruhig wieder mit Barrels machen. Da spricht ja nichts gegen. Wir müssen ja nicht sofort alles mit meinem E-System verknüpfen. Auch wenn das wieder dem widerspricht, was ich vor kurzem gesagt habe. Aber wir haben einfach nicht die Ressourcen. Haben wir Barrels? Ja. Ich hätte gerne, ja, 6 Barrels. Ist okay. Dann hätte ich gerne die Schalter, die ich oben in die Kiste gepackt habe. Kiste gepackt habe. Kiste gepackt habe. Genau, ein Oak Barrel bräuchte ich dann auch noch. Das war einfach von oben befüllen, von unten rausziehen. Mehr ist das ja nicht. Das heißt, es wird auch ziemlich schnell wieder abbaubar sein. Also nehmen wir hier einen schrägen Abstand die Ecke. Das heißt, die Fackel hätte da auch stehen bleiben können, was sie auch sollte wegen Licht. Ja. Dann kommt hier ein Item Duct hin. Warum verbindest du dich nicht nach unten? Das ist komisch. Ach, weil du ein Fluiduct bist. Das könnte erklären, warum es nicht funktioniert. Duct. Da. Dezent mehr Item Ducts. Okay. Also. Item Duct. Sehr gut. Dann da drauf ein Barrel, das ich nicht platzieren kann. Weil das wieder so ein Drittelblock ist. Das heißt, taktisches Springen ist angesagt. Taktisch falsch positionieren ist angesagt. Und so geht es theoretisch auch. Auch wenn es komisch aussieht. So, das da tauschen wir um zu einem Dum-Dum. Da haue ich jetzt hier irgendwo ein Lever hin, weil ich kein Servo verbrauchen möchte, wegen Ressourcen und so. Du. Kommst da oben an, sehr gut. Und dann kommt da drüber noch ein Item Duct. Und da drüber ein Better Barrel. Haben wir noch irgendwelches Biozeug, das wir gerade verdirten wollen? Wir haben dezent viele Oak Saplings. Ja, also ich brauche zwei mindestens. Okay. Das wird mir aber ehrlich gesagt dann zu hoch. Ich hätte das gerne von hier unten auch begehbar. Das heißt, wir machen einfach hier eine Schlangenlinie rein. Wir müssen erstmal einmal oben rauf. Ups. Um da dich reinzusetzen. Dann gehst du von da wieder runter. Die Verbindung machen wir da gleich weg, keine Sorge. So. Wie kriege ich die Verbindung da weg? Gar nicht. Du. Weg. Weg.
Ich will doch nur genug Ressourcen haben für ein ordentliches ME-System. Ist das denn zu viel verlangt? So. So, du saugst jetzt raus. Aus. Dem hier und dem hier. Raus, raus, raus. Weg. Hier hinten kommt irgendwo wieder ein Schalter hin, der hoffentlich reicht. Du. Wir können keine Schalter an Barrels bauen und der ist zu weit unten. Können wir Schalter auf Barrels bauen? Nö. Weg mit dir, wir brauchen Kobbel. Oder Obsidian. Nein, ich werde jetzt keinen von den Obsidianblöcken benutzen. Komm her, gib mir halben Stack Kobbel. Kommt ja doch öfters vor, dass ich irgendwo irgendwelche Blöcke hinsetzen muss. So. Nicht ernsthaft. Okay. Du weg, du dahin, du klick. Und das ist mit einer der hässlichsten Maschinen überhaupt. Aber ja, ist alles in temporär, keine Panik. Wir machen dann ein richtig schönes System später mit einem ME-Kabel. Aber jetzt hätte ich erstmal gerne das ME-System entlastet, indem wir die ganzen Sachen da rausziehen. Nämlich Stack, 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 Stack. Ups. Waren das alle? Ja, okay, einen halben Stack darfst du behalten. So, die hauen wir jetzt. Nein. Die hauen wir jetzt da rein. 20, 19. Das Ding hier oben müsste sich füllen, was ich jetzt aber nicht wirklich nachprüfen kann. Ja, füllt sich. Okay. Das heißt, das müsste nach und nach reingeworfen werden. Das ist gut. Dann hätten wir gerne jetzt noch auf keinen Fall Samen. Wir hätten gerne Rotten Zeug. Da können wir ruhig alle mitnehmen. Du dahin. Du da rein. Alle rein. Das ist schon überfüllt. Jo. Und so dürfte das eigentlich alles klappen. Tada! Unser neues Dirt-System. Hat nicht allzu lange gedauert. Hat das ME-System entlastet. Hat uns Zeit gegeben, um Eisen herzustellen. Und genau da gehen wir jetzt auch hin. Weil ich will mit dem ME-System weitermachen. Es ist so toll. Iron, da. Klick, klick. Falsch. Klick, klick. Iron, das da. Iron, das da. Hier ist nichts drin. Puh. Quarz sieht auch nicht gut aus. Zertus Quarz. Also haben wir alles hier reingetan. Ich sollte die Wand wirklich irgendwann abreißen. Die irritiert total. Quarz 306, das schaut gut aus. Die da sind ein bisschen mau. Was hätten wir jetzt gerne? Wir hätten gerne ein Terminal. Und zwar ein Access Terminal. Dafür brauchen wir bestimmt wieder so ein Ding. Ja. Access Terminal brauchst du eins. Klick. Was fehlt? Was? Nein. Fluixdust fehlt. Okay, 20. Du herstellen. Ein. Mehr Eisen haben wir nicht. Und für dich brauchen wir wieder mehr Eisen. Okay, du 25, sehr gut. Geht sich zwar nicht ganz auf, aber schon mal zwei Blöcke. Und ein paar Barren. Und dann können wir das Access Terminal herstellen. Mit dem Access Terminal können wir dann dieses Fluid Terminal herstellen. Und damit können wir dann gucken, ob der Storage Bus so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Was natürlich recht schick wäre. Dann bräuchten wir nur genug Ressourcen für die Exporte. Ja, nur für die Exporte. So, du. Rein ins System. Ich hätte gerne immer noch das Terminal. Da, 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 Fluid Terminal. Oh, da brauchen wir die Tanks für. Quarzglas, 8 Stück. Quarztank, ein. Fluid Terminal. Oh, es hat geklappt.
Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass wieder ein Eisenbahn fehlt oder so. So, und dich hauen wir jetzt einfach mal ganz einfach daneben. Und wir haben Lava im System. 16 Buckets. Was?